Hallihallo, Leute, zweiter Teil, nein, also dritter Teil, zweite Genau. Mission, European Ship Simulator. Ich bin am Steuerrad, muss mich auch mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Und wir sehen, wir sind jetzt hier mit der Fähre unterwegs, in Dover oder in Calais, ich weiß gerade gar nicht so Wir genau. sind noch in Dover. Ach so, und müssen dann nach Calais. Genau, einmal über den Ärmelkanal. Und zuerst müssen wir jetzt die Passagiere hier in Dover an Bord gehen lassen. Ja, du hast es schon mal gespielt, ne? Genau. Also man hat jetzt bei dieser Mission, anders als bei der ersten Mission, eine Zeitbeschränkung. Die sehen wir oben. Ja, dass wir jetzt noch eine Viertelstunde Zeit haben, bis wir hier angelegt haben müssen. Genau. Dadurch, dass wir jetzt ein etwas größeres Schiff haben, haben wir auch eine zusätzliche Steuereinheit bekommen. Und zwar haben wir hier die Bug- und Heckstrahlruder, sodass wir da also auch seitlich fahren können. Genau. War das nochmal vorne oder hinten? Der linke war vorn, der rechte war hinten. Genau. Okay. Das ist beim Anlegen doch sehr hilfreich. Der linke war vorne, der rechte war hinten, ne? Genau. So, dann gebe ich dem mal hier Schub. Dann versuche ich jetzt erstmal nicht mit den Rudern zu arbeiten, sondern versuche das Ganze mit den Bugstrahlrudern abzufedern. Und man sieht auch, das Schiff dreht jetzt schon deutlich. Vielleicht ein bisschen zu deutlich. Ich versuche das Ganze so schnell wie möglich zu machen, weil wir ja, wie gesagt hast, nur eine begrenzte Zeitvorgabe haben. Genau, obwohl das noch sehr human ist, also Okay. das ist schon in Echtzeit hier und von daher diese Viertelstunde, eigentlich sollte man so lange dafür nicht brauchen. Das sagt sich so leicht, ne? Also ich finde, die Schiffe sind auch hier sehr schön gestaltet, also sehr detailreich gemacht, finde ich. Ja, wobei die Fenster finde ich so ein bisschen, wirkt so ein bisschen plastisch, ne? Naja. Aber an sich hast du recht, ne? So mit der Reling und so diese Kabel, was man so sieht. Wir müssen dahin, ne? Auf die andere Seite Genau vom Isländer. dahinter. Weit und breit keine anderen Schiffe, die uns irgendwie gefährlich werden können. Nö, eigentlich nicht. Das sieht momentan ganz gut aus. Jetzt drehe ich hier mal das Ruder ein. Glaube, du kannst deine Fahrgeschwindigkeit schon ein bisschen drosseln, oder? Ja. Nicht, dass du am Ziel vorbeischießt. Ein bisschen nur rückwärts und gebe Gegenruder, Jawohl. ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, natürlich kann man auch hier die Brücke wieder benutzen. Das zeige ich euch gleich, wenn wir auch aus dem Hafen raus sind. Aber ich denke mir, so zum Manövrieren und zum Kennenlernen ist das so doch dann deutlich besser. Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt beim Anlegen hat man hier einfach natürlich einen wesentlich besseren Überblick. Wenn man jetzt vor allem rückwärts da ranfahren will, da ist man ja auf der Brücke. Ja, ziemlich hilflos. Da sieht man dann nicht viel. Gebe ich den jetzt hier richtig Ruder? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Also die Richtung ist auch nicht festgelegt, wie man hier anlegen muss. Also man kann Ach auch so. vorwärts reinfahren. Es ist ziemlich egal bei dieser Mission. Zumindest war das so meine Erkenntnis, als ich das gespielt habe. Da habe ich einmal rückwärts und einmal vorwärts angelegt. Also hier auch rückwärts und dann in Calais habe ich dann vorwärts angelegt. Ah ja. Also ich denke mir mal, das ist
nicht festgelegt, sonst würden die das wahrscheinlich auch vorher sagen. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Gucken können wir auch. Und die Lichter können wir, glaube ich, auch anmachen, ne? Ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Na, super. Wird ja jetzt langsam dunkler. Genau. Da kann man ja langsam die Lichter anmachen. So, wir tuckern jetzt hier mit geschmeidigen 3,5 Knoten an diesem Pia. Ach Gott, was wäre mein Fahrlehrer stolz auf mich. ich muss mal kurz ausrichten. Ich will, dass er sich nach rechts drückt, also muss ich es auch nach rechts bewegen, ein Stück zumindest. Ne? Genau, ja. Nur nicht zu schnell, nicht, dass du dann kollidierst. Mhm. Da passe ich schon auf. Das ist schön. Ah, du machst das ja hier ganz vorschriftsmäßig und sehr vorsichtig. Ja, ich habe dir schon mal gesagt, ich hab's einfach drauf. Hatten wir nicht auch irgendwie mal eine Zentriertaste gefunden? Ich glaube nicht. Doch. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Doch, ich glaube schon. Echt? Ja, dass man das Ruder und auch die Strahlruder wieder zentrieren kann. Ach ja. Weißt du noch, was das war? Nein. Wenn wir angelegt haben, können wir mal kurz in die Steuerung gucken. Ja, das macht es leichter, jetzt hier so diesen Punkt zu finden. Wenn es so minimal ist, das merkt man ja eigentlich gar nicht. Das sagt sich so leicht. Ja, sagt sich ziemlich leicht. Also ist natürlich auch eine sehr angenehme Sicht, so aus der Vogelperspektive. Ja, guter Überblick. Ja, sehr schön. Ich werde jetzt mal ein bisschen langsamer. Ich nicht will, dass ich da hier hinten gegenstoße, weil ich nicht genau weiß, wie nah wir ran müssen. Wie nah müssen wir denn ran? Ja, noch ein kleines Stück. Auch noch weiter an den Pier oder einfach weiter nach hier hinten dran? Hauptsächlich weiter nach hinten. Ich glaube, so weit weiter ran an den Pier brauchst du gar nicht, aber ich glaube noch ein Stück nach hinten. Irgendwann sagt er dann, dass du dann wieder losfahren kannst. Müsste eigentlich gleich nahe genug sein. Mhm. Quälend langsam arbeiten wir uns jetzt hier vor. Ja. Jetzt kannst du stoppen. Mache ich auch glatt und jetzt kann ich auch wieder ablegen, ne? Genau. Das geht also flott. Ich finde, das hätten sie vielleicht noch ein bisschen besser animieren können. Ja, dass sich irgendwie so eine Rampe dann da... Genau, und dass dann vielleicht noch so ein paar Leute an Bord gehen. Aber vielleicht ist das ja dann... Vielleicht kommt es ja noch. Ja. So, beim Ablegen mache ich mir es leicht. Einfach die die Seitenstrahlruder da, so ich das Schiff dann quasi seitwärts bewege. Soll ich mal kurz in die Steuerung gucken? Kannst du ja machen. Controls. Läuft das Spiel jetzt weiter? Oh ja. Reflectors. Reset Throttle and Steering Keypad 5. Ah ja, und was ist Reflectors? Aha. Naja,
Gut. So, jetzt mache ich mal Keypad 5, jawohl, dann direkt zentriert das. Na super. Oh, das sieht aber nicht so schön aus, ne? Nö. Das braucht man ja auch im Allgemeinen nicht. So, dann versuchen wir mal hier durch die Hafeneinfahrt zu manövrieren. Mit schlanken 12,5 Knoten. Vielleicht ist das jetzt auch eine Stelle, dass ich jetzt auch mal in die. Soll. Dann macht der Kleine neben uns einfach mal Stunk. Ja, ich merke das hier gerade, der Sack. Gucken wir uns doch mal ein bisschen um hier auf der Brücke. Ja. Hier kann man sich halt schon ein bisschen mehr bewegen als auf dem Schlepper. Genau. Ja, ich aber muss man trotzdem ist gucken, halt, dass ich durch die Hafeneinfahrt hier komme. Aber man ist natürlich trotzdem noch ein bisschen eingeschränkt, was die Bewegungsfreiheit angeht. Eigentlich waren im Trailer schon noch andere, noch war schon was anderes zu sehen. Also da sind sie sogar im Schiff irgendwo rumgelaufen, glaube ich. Aber ja. Gut. Okay, also wir haben jetzt Dover verlassen. Nicht, dass du dem zu nahe kommst, aber das passt. So, und wir geben jetzt hier Vollspeed aus dem Hafengebiet raus. Das wird jetzt so ähnlich wie bei Ship Simulator 2012 sein, dass man dann gewisse Gebiete skippen kann. Genau, man kann entweder dann hier die Überfahrt skippen und direkt zur Hafeneinfahrt in Calais springen. Oder man kann die ganze Überfahrt natürlich auch selber steuern. Genau, wir werden mit Sicherheit gleich zu diesem Skip-Punkt kommen. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann diesen ersten Teil hier beenden. Genau. Sodass wir für euch weiterfahren, aber man fährt halt in Echtzeit, also eine gute Stunde. Das wäre ja irgendwie langweilig. Wir würden das dann gegebenenfalls reinschneiden oder eine neue Folge rausmachen, wenn irgendwas Aufregendes passiert unterwegs. Genau. Ansonsten sehen wir uns dann in Calais wieder. Genau. Also dann, bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao.